Moin, moin, hallo, herzlich willkommen bei der weiteren Folge Stardew Valley. Ich habe kurz 3 Minuten übersprungen. Das heißt, ich habe nur kurz meine Pflanzen gegossen und bin hier mal hingelaufen. Und wir wollen die Geoden. Wir wollen einen Amethyst haben. Wir brauchen unbedingt einen Amethysten. Wir brauchen keinen Clay, wir brauchen Amethysten. Wir brauchen keinen Kupfer, aber wir brauchen Amethysten. Das ist alles kein Amethyst. Das ist scheiße. Entschuldigung. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich kann meinen. Das aber dann nicht abschließen. Aber nicht mal was zu essen dabei. Ach Leute, das ist jetzt. Ist jetzt ein bisschen unschön, muss ich ja sagen. Ja, ja, ja. Badam, 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 bam, badam, bam. Babam, 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 bam. Weil das steht halt ein Tag. Wenn diesen Tag noch gelöst werden soll, sollte, müsste, dann weiß ich nicht, wie ich das machen soll. War alles zu spät. Crafting. Field Snack, Acorn. Maple Seed und. Na. So, alles ist Maple Seed und das. Dann kann ich craften. 3, 4, 5, 4 Stück. So. Ja, kann ich die Sachen loswerden? So, und das dahin, und das dahin, und das dahin, und das dahin. Den Field Snack auch hier hin, und dann müssen wir wieder in die Mine, irgendwie in der Hoffnung, Fraktionen zu finden. Um da vielleicht dann doch noch einen Altesten rauszuziehen. Bam, bam, badam, bam. Babam, 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 bam, badam, dam. Da, 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 da. Ja, da haben wir dann 4 Geoden gehabt und keinen Amethysten dabei. Das ist nicht nett. Das ist einfach nicht nett. Aber was soll's? Ätzende Viecher. 5 bitte. Ching. Ching. Was ich schon lange mal ausprobieren wollte, ist die Cherry Bomb. Was hat's gebracht? Steine. Nur Steine. Super. Ich bin total begeistert. Noch ein Slime. Geschnetzelt. Hey. Hey. So, Etage 7. Vielleicht finde ich ja hier noch ein paar Geoden. Ein Stein. Hey. Kupferohr. Stein. 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 Es wird auch gleich zu spät, um noch eine Geode wegzubringen. Bis 6 Uhr wahrscheinlich. Das wird nichts mehr. Ich hoffe, vielleicht habe ich noch einen Tag Zeit. Oder wenn nicht, dann eben nicht. Dann habe ich diese Aufgabe nicht erfüllt.
Dann ist das einfach so. Dann ist das einfach so. Dann wird sich eine neue Möglichkeit finden. Aber gerade hier bin. Etage 8. Wenn bei 0 und 5 der Fahrstuhl hält, dann bestimmt auch bei 10, oder? Geschnetzelt. Aber ich glaube, das Gefühl, Gion heute ausverkauft. Gibt's hier heute nicht. Alles mögliche andere mit. Ist mir auch egal. Dann ziehe ich halt so ein bisschen durch die Gegend. Nehme noch ein bisschen Kopperohr mit. Reichlich davon. So. Okay, noch ein paar Kopperbar herstellen. Vielleicht auch irgendwann mal dann meine Werkzeuge aufwerten. Als möchte ich gerade gerne den Eingang in den nächsten, also eher gesagt den Abgang finden. In Stufe 10, damit ich dann gleich nächsten Mal gleich in Stufe 10 anfangen kann. Aber keine einzige Geode gefunden. Wahnsinn. Wahnsinn. Jo, was essen. Muss unbedingt essen. Ja, fast auf was umgekippt. Geh alle vier essen. Tschüss. So. Ah. Was ist das? Ich habe keine Lederstiefel. Lederstrumpf. Nee. Ich kann's. Hey. Yo. Aber keine. Ich wollte gerade sagen, es ist ein bisschen dunkel hier. Keine Fackeln dabei. Muss ich mir vielleicht jetzt angewöhnen. Ab jetzt. Auch immer Fackeln dabei zu haben. Eine Geode! Ist der Wahnsinn. Dafür habe ich 31 Kopperohr mal eben. Oder jetzt schon 35 mitgenommen. In der Hinsicht war das doch recht erfolgreich. Nochmal Kopperohr. Steine. Steine. Komm. Das abgebaut haben, das wollen wir auch einsammeln. Was bist du? Gedrehte Viecher. Mann, Mann, Mann. Was wir hier alles erleben. So und so. Und dann den noch weg und den noch weg. Aber es sind alles nur Steine. Puh. Muss zurück
Es ist erstens spät und zweitens sind wir langsam müde. Gehen dann noch runter um 12 und dann. Ich muss zurück. Ich muss zurück. Ah. Heieiei. Da ist was los. Duster ist es hier. Dann, 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 So, jetzt laufen wir schnell nach Hause. Eine einzige Geode haben wir gefunden. Eine. Dann mit dem Bugmeat Monster Loot. Können wir was verkaufen? Bringt uns das irgendwas? Auch die Slimes, ich meine. Versuchen, ne? Und die beiden hier? Bringt alles Geld. Bringt alles Geld. Ja, kannst gleich schlafen. So. Katze. Was? Was war das? Level 3 Mining jetzt? Bim, bim, badadam. Nee, falsches Spiel, ne? Da war ein Erdbeben. Was? Was? Das heißt, es war ein Erdbeben, was nichts passiert oder was? Ah, I lost my lucky purple shorts. Er hat seine Hosen verloren. Ich erzähle dir das, weil ich glaube, dass ich dir vertrauen kann. Wenn du sie findest, bring sie zurück zu mir. Diskret, bitte. Ich werde gut bezahlen. Wo sind denn deine Hosen, ey? Was hast du denn gemacht in der Nacht, Junge? Mann, 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 wieder bei irgendeiner, bestimmt bei Pam oder so. Meine Güte, Louis, schämst du dich gar nicht? Oh, Robin, wie lange brauchst du eigentlich dafür? Kann nicht angehen. Wir haben viel bezahlt dafür, dass du das machst und dann brauchst du hier 3 Jahre dafür oder was? Ah, oh, die ganze Schmetterlinge. Ah, oh, das ist nicht schön. Out of order. Die Musik, was ist denn hier los? Alles noch mehr, noch schneller, noch mehr Power. So. Louis, wo ist deine Hose? Blume. Oh, Louis. Ach ja, eine besonders schöne Blume. Louis, wo ist deine Hose? Oh, deine Hose. Wo ist deine Hose? Es ist noch zu früh.
hier irgendwo eine Hose? 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 Julia Mart. Diode. Ein Orpiment. Ein Orpiment. Es heißt Toxicity. Es will used in. Kann ich das spenden? Oder hat er schon? Oder. Einfach verkaufen. Anscheinend hast du nichts zum Spenden. Sag Gunther, ist mir so unsympathisch. Penny. Oh, Penny. Dankeschön, das List looks special. Ist es sogar special, nur für dich. Jetzt müssen wir nach Hosen, nach Hose suchen eben. Ach, Louis. Sag's ja bestimmt bei Pam. Wenn ich hier deine Hose finde, ne? Ne, finde ich nicht. Das ist schon. Jo, eine lokale Farm haben. Ist eine Hose drin? Lass mich dir helfen, Herr Mulner. There you go. Kann das selbst machen. Kann mich selbst bewegen oder umdrehen. Jetzt komme ich. Sorry, you were watching us? The Malone, now he's grumpy. I'm just taking a walk, minding my own business. I see. I'm sorry, miss. Ich soll nicht so böse sein. War sehr nett von dir, dass du mir geholfen hast. Ja. Ist okay, ich verstehe sie. Und was? Und was? Es muss schwer sein, alt zu werden. Lieber sterbe ich. Jung. Versuche nicht darüber nachzudenken. Deswegen sollten wir sie respektieren, die Älteren. Ah, that's nice of you to say. I too, ich, absolut. Stimme mit dir überein. Oh. Penny. Es war interessant, mit dir zu reden. Ich sollte gehen. Nein, geh nicht, Penny. Nein. So. Wir suchen eine Hose. Abigail, hier. Na, geil. Hätte ich doch wieder Geld eintauschen sollen. Ah, ich hatte ganz anderes da. Natürlich verschenke ich das und sie denkt, was soll ich denn damit? Was soll ich denn damit? Ach, Abigail. Bam, 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 bam.
zum Teufel hat er seine Hosen? Ja, kommt alle raus. Ich hab keine Geschenke mehr. Für Haley. Haley. Oh, yes. Ich höre dich nicht. Ich denke an was anderes. Dann denk an was anderes, bitte. Tu es doch einfach. Bam, bam, bam. Ich suche eine Hose. Ich vermute sie am Strand. Vielleicht tue ich sie finden dort im Sand. La 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 la. Blümchen. Sweet Pea. Sweet Pea. Ich hab vielleicht auch mal wieder ein paar Muscheln finden, sammeln, tun. Lauf! War das hier nicht? Geht's nicht aus dem Strand? Da ist Ruine. Komme ich hier nicht zum Strand? Anscheinend nicht. Na super. Den anderen Weg gehen müssen. Ich hab mich verlaufen, find nicht nach Haus. Oh. Gibt es nur den einen Abgang zum Strand? Ich bin ganz klar zu selten am Strand, wie es aussieht. Denn sonst wüsste ich das. Mann. Sitzt da rum? Oh, nee. Nee. Das alles nur, um so ein paar Hosen zu finden. Ey, du, Elliot. Ah, es muss. Ich habe leider für dich keinen Amethysten gefunden. Das tut mir sehr leid. Entschuldigung. So, nach der Hose angeln vielleicht. Vielleicht. Muschel. Kann ich auch hinlegen hier? Kann ich nicht. Eine Muschel. Ey, Lea. Guten Tag. Danke. Bitte. Was? Kann ich noch das zu Ende bauen für 300 Holz? Irgendwie, irgendwo, irgendwann? Ich suche eine Hose. Eine Hose suche ich. Wo werde ich sie finden? Das weiß ich nicht. Ich kann jetzt auch angeln. Juhu! Hose? Hose angeln? Hose angeln? Oh, ich will nicht warten. An Julia Cola. Oh. Habe ich mir schon immer gewünscht. Eine Julia Cola. Super. Ganz, ganz toll. Zerbrochene Brille. Bin ich komplett verarschen hier? Glaube nicht meine Fische. Glaube nicht meine Fische. Geh weg. Geh weg.
Seaweed. Also, aber hier am Strand scheint keine Hose zu sein. Ach, Louis, wo hast du dich denn wieder ausgezogen? Und bei wem? Also, raus. Ich angel mir den Hasen. Wo ist die Hose? Das ist hier die Frage. Ich will alles zu, ne? Bisschen spät jetzt dran. Oh Mann. Was ist hier? Ah. Oh. Need a Strawberry. Kann ich doch bestimmt anpflanzen, oder? Wie lange Zeit? 2 Tage reicht mir nicht. Schade. 60 bekomme ich dafür. Kann ich sie vielleicht im Joja-Markt kaufen? Wenn ich dann am Ende wenigstens ein bisschen Plus mache, dann wird es ja reichen. Das ist eine Hose? Nee, es ist Gold anscheinend da dran. Das gehört anscheinend da dran. Da war er vielleicht im Community Center? Die Viecher wieder. Hier ist keine Hose. Keine Hose, keine Hose. Hier, ach ja, die verschiedenen Fische. Hier, Parsnip, Grün. Hätte ich mal machen können im Frühling. Muss ich noch ein bisschen warten jetzt, dass ich das wieder im Frühling mache. Habe ich schon. Winterwurzel. Ja, genau. Das dauert wohl noch ein bisschen, bis wir soweit sind. Aber wir stellen fest, hier ist keine Hose. Eigentlich wollten wir noch ein paar Samen kaufen, ne? Das ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Hier vor lauter Hose und anderen komischen Briefgeschichten und ähnliches. Ganz merkwürdig, ganz merkwürdig. War dieser Tag nicht so erfolgreich. Aber nicht so viel rausziehen können aus diesem Tag. Energie ist eigentlich noch vorhanden, aber es ist auch schon wieder spät und die Folge ist auch schon wieder lang genug, sodass ich diese jetzt einfach mal beenden werde. Machen wir den nächsten Tag weiter. Also, bis zum nächsten Mal. Bis denn. Tschüss.